Grüße euch. Heute wieder ein kleines, kurzes Unboxing. Diesmal Klapp- und Taschenmesser von Solax Sunshine. Solax and Sunshine. I don't know. Ideal für Camping und Outdoor. Naja, gut, was wir mit so einem kleinen Mikromesserchen hier machen. Naja, das lassen wir mal so in den Raum gestellt. Oh, okay. Okay, ich würde da gerne mal rein. So. Oh ja, das hätte auch mal schnell in die Fingerchen gehen können. Hier sehe ich eigentlich, das lässt sich echt nicht so easy aus. Wir versuchen mal dazwischen zu gehen. Yes. So, hier auf dem Bild sieht es geil aus. Sieht es hier auf dem Bild auch geil aus? Nope. Ist es dasselbe? Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre ja Täuschung. Alter, ich will hier rein, Mann. So. Hier haben wir diese wundervolle, geile Hülle. Die Hülle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier ist das Taschenmesser. Oh. Pure Quality. Oh, geiler Aufkleber. Oh, damn it, es ist spitz. Fuck you. Du Sau. Okay, ich blute. Naja. Große Fresse gehabt und schon. Oh, was ist denn hier noch drin? Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung oder sowas. Ja, okay. Also, so sieht das gute Stück aus. Solax Sunshine JMS0031J. Hier hinten ist noch, I don't know. Ah, das ist zum, hier hinten ist die Entriegelung für das Messer. Was ist denn hier oben noch drauf? Ist das denn hier so ein Mümpel? Knubbel? I don't know. So sieht das Ding aus. Mikro klein, hab mir noch ein paar. Oh, da war geschärft sind sie auf jeden Fall. Das kommt bei mir an der Wand in der Sammlung. Mal schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn ich es finden sollte. Ich persönlich habe es von Norma oder so. Werde ich es euch verlinken. Ansonsten Norma24 oder ja, Norma24. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.